Guck mal, wie hässlich der ist. Guck mal, der hat zwei Rohre. Alter, guck mal, ein Panzer. Kann ich da einsteigen? Dun, da, 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 da. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Wir spielen Automatron, das DLC. Und jetzt reden wir mit Adra. Ada. Aufgepasst. Ja. Ada? Einen Augenblick. Ada, Entschuldigung. Die Modifikation war erfolgreich. Die neue Hardware wurde erkannt. Die Software wird aktualisiert. Installation abgeschlossen. Analysiere Mechanist Hardware. Der Radarpeilsender empfängt ein starkes verschlüsseltes Signal, aber ich kann die Quelle nicht bestimmen. Aha. Meinst du, der Mechanist weiß, dass wir den Peilsender manipulieren? Ich habe bereits dafür gesorgt, dass meine Position nicht preisgegeben wird und mögliche unbeabsichtigte Befehle des Signals ignoriert werden. Leider wird uns einer davon nur wenig helfen, die Quelle des Signals zu orten. Immerhin ein guter Anfang. Absolut. Mit etwas mehr Unterstützung sollte ich das Signal entschlüsseln und den Mechanist orten können. Zum Glück orte ich ein weiteres Robohirn im Commonwealth, das dasselbe Signal empfängt. Noch ein Robohirn. Und warum ist das wichtig? Ich erkläre es Ihnen. Die Verschlüsselung des Quellsignals ist komplex, aber nicht unmöglich zu entschlüsseln. Wenn Sie mir zwei weitere Peilsender bringen, sollte ich aus Ihnen die Schlüssel und Algorithmen für meine Entschlüsselungsroutine erhalten können. Ich habe gar nichts gesagt. Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Ich habe eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 96,6% ermittelt. Angesichts ihrer Fähigkeiten steht es wohl gut für uns. Okay, los geht's. Gut, dann fangen wir mal an. Ich lade die Position des Robohirns jetzt auf Ihren Pip-Boy. Seien Sie vorsichtig. Diese Roboter reisen gerne in Gruppen, also rechnen Sie mit schwerem Widerstand. Ja. Bitte, noch größere Gruppen. Wir müssen die Farbe ändern. Schwarz passt dir gar nicht. Ja, schwarz geht gar nicht. Zu cool. Ja, ich stehe nicht auf zu cool. Guck mal, Aquamarinblau war schon cool, aber ich will ja nicht. Blau ist generell... Rot sah ganz cool aus. Das Aldemar HD-Rot. Aldemar Rot. Das ist, da ist es. Nimm mir das. Das sieht böse aus. So. Sehr gut. Oh ja, du weißt gar nicht, was ich alles mit Werkbänken tun könnte. So, wo sollen wir denn hin? Sollen wir da hinlaufen und gucken, was wir unterwegs sehen? Weil ich war noch gar nicht in Hesters Haushaltsroboter. Kopfjagd. Egal. Wir gehen von hier los. Fort Hagen. Oder wir gehen von hier los. Hier sind Fort Hagen. Da war ich in dem Krankenhaus noch nicht. Eins von ein paar Orten, wo ich noch nicht war. Ja, also 100% habe ich noch nicht alles gemacht. Ja, also denk jetzt nicht, das ist schon durchgespielt. Es ist fast durchgespielt. Bin ich froh über das DLC. Jetzt gibt's auch den Editor. Ich bin gespannt, was wir für Mods finden werden. In Zukunft. Und was für DLCs weiterhin rauskommen. Ich hoffe, die lassen sich nicht zu viel Zeit für das nächste DLC. Damit wir es möglichst bald spielen können. Das ist, oh, guck mal, nee. In der Richtung war ich noch gar nicht. Guck mal. Das ist eine Red Rocket Raststätte. Guck mal hier. Oh, es geht schon los. Licht aus. Ja. Ah, entdeckt. Fort Hagen Füllstation. Da sind sie! Na, dann leg mal los, Ada. Entschuldigung. Ada. Halt die Fresse. Oh, shit! Dann machen wir die Beine mal weg. Ada Ruhe hat. Wow. Alter. Guck mal, ist umgefallen. Die Explosion hat ihn, glaube ich, gekillt. So. Radarpeilsender. Der nächste. Robohirn Ketten. Ja. Geil. Meine Güte. Hoffentlich wird das Spiel nicht zu schnell durchgespielt. Beine. Guck mal hier. Haben die einfach den Hund getötet. Mörder. Den wollte ich töten. Guck mal, mit so einem Kopf von einem Mr. Handy. Ich werde ganz viele Wesen erschaffen. Guck mal hier. Ach, ist so toll, oder? Aber leider kann man den Robohirnkopf nicht zerstören. Ada. Da. Hab ich alle aufgesammelt. Da sind Hunde. Okay, was haben wir denn noch hier? Guck mal, da ist eine Satelliten.
Wo ist ein Bunker? Guck mal. Eine Salalitenstation. Was man denn wieder hier so findet. Guck mal hier. Oh, guck mal, was ist das denn? Wir haben einen Panzer gefunden. Guck mal, wie hässlich der ist. Guck mal, der hat zwei Rohre. Alter, guck mal, ein Panzer. Kann ich da einsteigen? Dann, da, 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 da. Dass die Bruderschaft hier nicht ist. Hier müsste doch eigentlich einer sein. Guck mal, hier müsste eigentlich einer wohnen. Das macht gar keinen Sinn. Wie witzig. Da hat bestimmt auch eine Quest zufolge. Der ist bestimmt tot oder weggelaufen. Da ist ein Wohnwagen. Wir gehen jetzt mal zu dem Bunker hier immer gerade. Und ich gehe hier ein andermal hin. Ich sollte mir das eigentlich aufsparen, ja? Für zukünftige Folgen. Ja, wir sparen uns das auf. Wir gehen jetzt erstmal, müssen mit Ada reden. Ada! Ein Panzer, Alter. Ist das krass, ja? Ist das krass. Ist das krass. Ja, Ada wurde teleportiert. Ich muss mal einen Screenshot davon machen. Alter. Ein Panzer. Guck mal, hier muss man doch irgendwas machen. Meine Güte. Aufgepasst. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Mechanismus zu orten. Bist du fertig? Ach so, reden. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Mechanist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Mechanist zu orten. Keine Angst. Das wird schon klappen. Das hoffe ich doch sehr. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den Sie beschaffen müssen. Also, wo genau finde ich das letzte Robohirn? Ja, das wäre wohl hilfreich, nicht wahr? Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Ich bin bei Fort Hagen. Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Ja, los geht's. Wir sind ja schon da, wie witzig. Guck mal, jetzt bist du zu der Satellitenstation. Wie lustig. Okay, die Rust Devils. Da oben sind die Schweine. Habe ich denn Bomben? Artillerie, Rauchgranaten? Oh, ich habe ein bisschen zu viel Rauchgranaten mitgenommen. Ich glaube, die sind aber nicht in Reichweite von irgendwas. Guck mal, das sind Wachbots. Nee, was sind das für Käfige? Rust Devils. Guck mal, die hängen da Roboter auf. Die Schweine! Aber wir knallen erstmal das da ab. So. Na, wirst du wohl hier aus dem Scheißbaum rausgehen? Oh! Oh, da kommt schon einer. Mr. Handy Beherrscher. So, mal gucken. Wir werden es ja gleich hören. Oh, guck mal! Ein legendärer Roboter. Boah, Alter, ey, da los! Schieß mal! Oh, kein Sound. Hast daneben geschossen. Toll, was kannst du eigentlich? Ja, es funktioniert! Ah, das ist leider nichts. Was zur Hölle? Was ist denn mit dem passiert? Ey, da, du läufst in die Artillerie. Ist hier jetzt nichts mehr. Toll, toller Artillerieschlag, Aldemar. Komm, wir looten mal so lange. So, wo ist der hingeflogen? Da ist er doch. Nicht allzu weit. Okay.
dieser Roboter-Reparatursatz. Bis jetzt noch nie benutzt. Oh, guck mal, vielleicht sollte ich... Alter, Ada, du hast ein bisschen was verloren. Boah, ich erschreck mich gerade. Hier war eine Falle. Oh, Alter. Oh, Ada hat irgendeinen zu Staub verwandelt. Guck mal, wie die aussehen. Neue Raider. Boah, hat die auf mich geschossen? Greif an. Psst. Hier. Geh da rein, los. Volldampf. Du bist ein Roboter, meine Güte. Was soll dir schon passieren? Ich kann dich reparieren. Oh Gott, Ada. Oh, jetzt krabbelt sie. Na gut, okay. Vielleicht sollte ich doch was tun. Oh, ich könnte auch mal. Ich weiß ja nicht, wie schwer die Gegner hier sind. Ach, okay, alles klar. Ada, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Sei stark. Mach das mit dir. Okay, dann fangen wir mal an. Nummer 1. Oh, ist weggeflogen. Das war's schon? Komm raus. Komm raus, zeig dich, kleiner Mann. Guck mal, du bist wieder repariert. Guck mal, du hast auch den Torso wieder, hä? Sich selbst repariert. So, wer ist denn da eben weg? Guck mal, was haben die denn da? Roboter Brustteil, Roboter linker Arm. Yeah! Cool, sowas habe ich erwartet. Ja, guck mal, er hier. Sie hier, meine ich. Long Johns. Das ist englisch, weil ich habe so einen Mod drin, der dafür sorgt, dass wir alles modifizieren können an Unterkleidung. Noch mehr Roboterteile. Terminal, Terminal, Terminal. Ja, wir dürfen hier nichts vergessen. Du trägst zu viel. Guck mal, gucken, wie viel Ada jetzt tragt. Oh, guck mal hier. Da kam auch einer raus. Ich will auch sowas bauen können. Verflucht nochmal. Guck mal, wir können hier hochgehen. Ada! Wo bist du denn? Tragehilfe. Assistent. Aufgepasst. Oh, die hat auch nichts anderes im Inventar. Das ist auch noch geil. Wir müssen nicht aufpassen, dass wir irgendwas da rauslooten, wenn wir sie wieder leer machen. Ja, ich hätte lieber Splittergranaten mitnehmen sollen, im Ernst. Aber wir haben doch gar nicht so viel Zeug aufgehoben. Schrott vielleicht, ja, das kann sein. Schnell, 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 schnell. Ah, geht doch, geht doch, geht doch, geht doch. Ah, sehr gut. Dann kann man nämlich auf alles nehmen drücken, einfach wenn wir zu Hause sind. Boah, Alter, wie viel trägt die denn? Super. Superb. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Robotermäßiges, was wir zerstört haben. Wir gehen mal da hoch. Wackelpuppen können wir ja nicht mehr finden. Höchstens Magazine. Guck mal, was ist das denn da? Was war das denn? Was war das denn? Ein Geschütz? So, ob das hier eine Siedlung werden könnte? Sieht so aus, ne? Wäre schön auf jeden Fall. So, wir gehen hier hoch. Da ist nichts. Ach, hier ist der Eingang, hä? Oder was? Ne, ist ein Computer. Wachdienst, Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Okay, Tür ist auf. Da können wir jetzt schon reingehen. Okay. Die haben wahrscheinlich schon so ein Robohirn gecaptured. Okay, los geht's. Hangar von Fort Hagen. Wie witzig. Im Fort Hagen waren wir ja schon und das ist jetzt das Hangar von Fort Hagen. Fort Hagen, Fort Hagen, Fort Hagen. So, los geht's. Einsatzbereit. Ah. Finde den Robohirn. Robohirn, Robohirn. 22 Schuss. Noch. Und mal die hier. Mal speichern. Oh, hier haben wir Fallen. Ah, Aluminium. Oh, Alter, was ist das denn da? Ist das ein Aggressotron? Kopf.
tatsächlich. Boah, es gibt keinen lauteren Begleiter. Oh, das ist der Ausgang wahrscheinlich. Oh, da gehen wir jetzt hier lang. Mann, ich trete gleich bestimmt wieder eine Falle. Ich kenne mich doch. Hallo. Oh, Kacke. Ich glaube, wir machen dann mehr Schaden an Robotern, wenn wir die Pulsgranaten benutzen. Du machst das, Ada. Oh, hast du ihn einfach verbrutzelt. Guck mal, hier ist alles runtergerollt. Guck mal, ist das denn ein Auge? Nee, auch keine Komponente. Mr. Handy Front Kriegsherren-Stacheldingens. Biometrischer Scanner. Meine Fresse. Roboter verlieren jetzt generell mehr Krempel, denke ich mal. Nein. Sowas brauche ich nicht. Lächerlich. Ein Stealth Boy. Alter, guck mal. Hangar, jetzt verstehe ich. Hier sind noch mehr Panzer. Ob die jetzt erst mit dem DLC rausgekommen sind? Was? Oh, scheiße. Überall Kacke. Ich brauche 308er. Das tötet auch einfach... Oh, Alter, was ist das denn? Legendärer Mr. Handy-Vernichter. Und ich sehe es halt nicht. Da. Oh, er ist tot. Er ist verbrutzelt. Alter. Die explodieren einfach immer alle. Ey, da ist, glaube ich, ein bisschen kaputt. Aufgepasst. Ich kann die auch nicht irgendwie reparieren. Da, guck mal, Alter. Ja. Oh, okay. Gut zu wissen. So, was haben wir denn hier? Metallrüstung. Bäh. Das haben wir schon mal gefunden. Schon ein paar Mal. Kriegst du dann irgendwas? Mann, ist hier dunkel. Biometrischer Scanner in einem kaputten Dingen hier. Sturmfeuerzeug. Wo sind denn die ganzen Leichen? Da ist einer. Guck mal, mit ihrer Roboterrüstung. Wie cool, oder? Nicht schlecht. Guck mal, hier sind überall diese Panzer. War dieses Ding schon vorher hier? Oh, guck mal! Krass, guck mal, ein ganzer Prototyp. Nochmal. Das ist unser dritter oder der zweieinhalbste. Wir haben ja einen halben gefunden. So, hier waren auch noch mehr Leichen. Verflucht nochmal. Die sind doch hier durch die Gegend geflogen. Waren die nicht noch eben Humanoide? Eine, zwei. Da, mindestens zwei, genau. So, können wir das auch looten? Nein. Die hängen die hier überall auf, die Roboter. Mörder. Sollen wir gerade hier leer looten? Sehr gut. Okay. So. Oh, wie kommen wir denn da rein? Ich glaube, ich muss nach oben gehen. Die sind alle zu nett auf hier. War das andere auch eine Tür? Wie schön. Wie schön. Das ist auch eine Tür. Wir können auch so rein. Dann können wir den Anzug einfach mal anziehen. Obwohl, den Anzug kann ich auch gleich anziehen, wenn wir fertig sind. Meine Güte. Bald haben wir mal genug Haus-Suits. Obwohl, nein, niemals. Oh, Alter, meine Güte. Wie viele Sicherheitstüren gibt es denn hier? Cool. Oh, meine Güte. Das ist doch das Enklavenversteck. Alter, guck mal, die ist komplett. Das ist die zweite schon. Nicht schlecht, Herr Specht. Sehr schön. Sehr gut. Licht. Sehr gut. Okay, was haben wir denn da? Teelöffel. Da waren wir schon, oder? Hallo? Nee, hier waren wir noch nicht. Alter, oh, was sind, wo sind wir hier? Boah, ich muss den Anzug ausziehen. Ich sehe sonst nichts. Ich bin das nicht gewöhnt, mit dem Anzug rumzulaufen. Wir holen den gleich wieder. Ja? Den brauchen wir jetzt nicht. Horse-Suits ist für Pussys. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir looten erstmal ein bisschen. Obwohl, ich sollte schon angreifen, oder? Meine Güte. Guck mal, er hier. Was ist da drin? Nichts. Der Wasserspender. Ach, jetzt sind wir hier oben. Ne? Hier waren wir doch eben. Genau, hier ist der eine Roboter. Devil Protectron. Achso, okay.
Devil Protectron. Sehr gut. Den haben wir auch. Gut, dann sind wir hier fertig. Also erstmal, ich muss hier nochmal durchgehen. So, eingesammelt, 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 eingesammelt. Wir sind bereit für das Finale. Für den Showdown. Hier unten, alles klar. Gerade abspeichern. Und ich muss mich verabschieden, Leute. Wir sind leider am Limit. Also, nächste Folge geht's weiter. Da gehen wir das Robohörn töten. Also, bis dahin. Haut rein, Leute.